Let's ja, play. Hallo mein lieber Zelda-Kollege und damit willkommen zurück zu einer weiteren Episode. Ja, wir sind hier auf dem Weg zum Sora-Reich. Und wurden hier leider schon so einige Male von ganz bösen Blitzen überrascht, die einfach mal ganz schön reinhauen. Exaflons, die mit Blitzpfeilen schießen, macht natürlich Sinn. Wasserkreaturen, die mit Blitzpfeilen schießen, ich verstehe es nicht so ganz. Aber die machen es. Die machen es einfach. Das ist ja noch scheißegal. Orenbrücke, okay. Ah, okay. Das ist wahrscheinlich wieder der Prinz, der uns jetzt irgendwas berichten möchte. Herr Link. Du hast jetzt den halben Weg... Was, den halben erst? Meine Fresse, ey. Du hast jetzt den halben Weg hinter dir. Ah, richtig. Da vorne gibt es leider eine Stelle mit vielen wütenden Monstern. Aber es wäre ja gelacht, wenn du dich von so etwas aufhalten lassen würdest. Hä? Ich glaube an dich, Link. Ja, ich nicht so ganz. Hast du vielleicht einen Gummianzug oder so? Ah, das wird ein Spaß werden. Wir werden verrecken. Wir werden hier sowas von verrecken. Hör auf, den Stein aufzuheben. Sowas macht man nicht. Oh, Bernstein, cool. So, Holzpfeil und hast du nicht gesehen. Ah, ganz viele Barsche. Nehmen wir mit. Dann nehmen wir auch die Holzfäller-Axt und machen hier die Kisten kaputt. So. Ja, hier könnten wir was kochen, aber nee. Muss jetzt nicht sein. Ah, eine Kröte, verdammt. Ah, ein Stein. Warum bewegt sich der Stein nicht? Müssen wir den rollen? Hier. Keine Ahnung. Keine Ahnung, warum der hier ist. Warum ist der Stein hier? Eine philosophische Frage. Da oben kommen ein paar andere Steine angerollt. Das war aber eine ziemlich billige Falle, also ich bitte euch. Da müsst ihr euch schon mehr einfallen lassen. Pfe. Langweiler Banausen. Ah, Elektrofeil, habe ich gehört. Oder? Nee. Ah, verdammt. Okay. Der versperrt uns jetzt gerade so ein bisschen den Weg. Aber da können wir rüberklettern. So. Ja, ich höre euch. Oder dich, ist ja nur einer. Okay, Sora-Lanze, extra von Dingster Bumster. Ist ja, kennen wir ja alles schon, ne? Nochmal probieren. Falls nicht. Ne, kennen wir schon. Gut. Ja, dann mach kaputt hier. Falsche Waffe. Ah, okay, die Eisendinger kann man auch kaputt machen mit der Axt. Das wusste ich jetzt nicht. Okay. Nichts von Interesse, würde ich mal sagen. Weiter geht's. Da vorne habe ich schon irgendwelche Hieroglyphen. Da ist so eine komische Tür, ähnliche Konstruktion gesehen. Ah ja, was haben wir denn da? Holzfäller-Axt gibt gleich den Geist auf. Ist nicht so schön. Nein! Wow. Boah, ey. Die Viecher, ne? Mit dem Blitzkack. Komm her. Na, komm. Ah, genau. Wir haben das Schild von denen gefunden. Das möchte ich mir ja auch nochmal angucken. Boah! Alter. Lecker, lecker Schmackofatz. Ja, wir nehmen mal hier so ein paar Röstbarsche. Die haben wir ja gerade gefunden. Okay, der sagt nichts mehr. Alter, da ist schon wieder der Nächste. Ich laufe auch noch direkt in den Pfeil von denen rein, ich Trottel. Hey. Manchmal kann man mich auch an Doofheit nicht überbieten. Ey, komm her. Jetzt rennt der weg, ne? Feige Sau. So, das Schild können wir jetzt fotografieren hier durch den... in den Busch. Erkennt sie nichts, ist egal. So, fertig. Halt. Das Vieh machen wir platt. Wo ist es denn? Ah, der hat sich da oben getarnt. Da wird doch gelacht. Kaputt. Sehr gut. So, was ist denn mit der Tür? Was denn überhaupt eine Tür ist? Untersuchen. Die Geschichte des Volkes der Sora. Erster Teil des ewig währende Dorf der Sora.
niedergeschrieben von Dorephan, König der Soras. Seit Anbeginn der Zeit ist Ranella dank seiner häufigen Regenfälle ein Land voller klarem, frischem Wasser. Auf seiner Suche nach Wasser fand das Volk der Sora vor 10.000 Jahren diesen Ort und ließ sich hier nieder. Dies war die Geburt des Dorfes der Soras. Ranel war nicht nur reich an Wasser, sondern hielt auch reichhaltige Erzvorkommen bereit. Dies führte zur Entwicklung einer besonderen Steinmetzkunst, die zur Grundlage aller Sora-Bauten wurde. Das Dorf wurde in der Form einer einzigen Skulptur erbaut, das Meisterwerk der Sora-Architektur. Diese Kunst wurde zum Stolz des Volkes sorgsam von Generation zu Generation weitergegeben und gepflegt. Ja, okay. Schöne Steinmetze und so. Warum denn nicht, ne? So, ich befürchte, wir haben für diese Region, was wir machen, eigentlich auch viel zu wenig Leben, aber wir machen es natürlich einfach. Wir sind ja auch schon hier, ja. Hier ist keiner. Du hast dich geirrt. Ah, verarscht. So. Okay, was haben wir denn hier, Schönet? Okay, wir müssen da über die Riesenbrücke laufen, auf jeden Fall. Ob da oben irgendwie noch was ist, kann ich gar nicht sagen. Ist wahrscheinlich zu rutschig zum Klettern. Das sowieso. Ist ja hier nur am Pissen. Im Moment. Aha, ein Exaflon in Blau. Der leckt da einfach mal das Schild ab. Ist das eklig, das Vieh. Da ist er. Boah, das war knapp. Der hat mich fast gekillt. So, gibt dein Schwänzchen her und die Pfeile. Ja, was war das denn? Ich glaube, die Frösche machen Geräusche. Kaputt. Ah, sogar mit Truhe hier. Das ist ja mal, Luxus. Ballon, irgendwas. Ja, sehr schön. Hat sich doch gelohnt, hier hinzulaufen. Mal gucken, was in der Truhe drin ist. Oh, ein silberner Rubin, 100 wert. Gar nicht mal schlecht. Habe ich jetzt nicht erwartet. So viel haben wir noch gar nicht gefunden, ne? Das ist jetzt das erste Mal. So, nach oben. Und dann bitte einmal fallen lassen. Kann ich beide damit erwischen? Das wäre geil. Ha, Triple Kill. Mehr oder weniger. So, sehr schön. Da oben ist auch noch irgendein See. Sehe ich auf der Map. Ein See sehe ich auf der Map. Hm. Auch nicht schlecht. Und runter damit. Jawollo. Röstbarsch, 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 Rösch. Röstbarsch, Röstbarsch. Und noch mehr Röstbarsch. Ich laufe schon wieder komplett falsch. Ne? Ich laufe hier schon wieder zurück zum Rales Teich. Aber da möchte ich jetzt wissen, wenn ich schon mal hier bin, versuche ich mein Glück. Müssen die Soras eben ein bisschen warten. Ja, komm. Zeig dich. Wie viel doof. Ma, jetzt aber. Komm her. Kaputt. Ja, leg dich nicht mit mir an. Ich sag's ja immer wieder, aber die Viecher hören ja nicht. So. Außer du bist ein fettet Mammutvieh, was so ein Centaurus-ähnlichen Charakter hat und auch so aussieht wie ein Centaurus. Was rede ich eigentlich schon wieder? Dann sollte man sich vielleicht doch mit uns anlegen, weil wir da die Kürzeren im Moment noch ziehen. Aber nicht mehr lange. Ah, was ist das denn hier? Kenne ich ja gar nicht. Spurtlotus. Okay. Was auch immer. Lotusfrüchte findet man in seichten Wassern. Ihre Nährstoffe ziehen sie mit langen Wurzeln aus dem Boden. Als Kochzutat steigen sie die Fortbewegungsgeschwindigkeit. Okay, nehmen wir mit. Ja, okay, wir können doch noch nicht weiter hier zu dem Teich von Ralis oder wie der heißt. Ja, tja. Wächterschwert zerbricht gleich, nur weil ich den Fuchs töten musste. Der arme Fuchs. So, weiter. Hier ist der Krötenteich schon wieder. Hier waren wir ja schon.
Okay, dann geht's jetzt hier weiter. Und. Bah. Ich habe den nur getroffen. Den Kranich. Aber irgendwie dann doch nicht. Hat er Glück gehabt. Ist aber eine gigantische Brücke, ne? Die Ladbrücke. Oh, ist das schön. Aus was für ein Material die Brücke wohl besteht, ne? Das sieht so irgendwie metallmäßig, aber auch so bläulich, irgendwie so komisch. Als wäre das mit Smaragden versetzt oder so. Finde ich schon nicht schlecht vom Design her, muss ich sagen. Auch diese Muster. Schön, schön. Ja. Hey. Hallo, Link. Hier bin ich, hier unten. Wo denn? Klar, so weit kannst du schreien oder was? So nah und doch so fern, was? Aber ich wusste, dass du diese Brücke überqueren würdest. Nicht mehr lange, dann kommst du zum Dorf der Sora. Ich schwimme schon mal vor. Wir sehen uns dann im Dorf. Oh nein, Link. Von hinten kommt ein Monster auf dich zu. Pass auf. Oh, cool. Ach ja, komm. Hallo. Fresse. Mach mal kurz einen Prozess mit. Fresse. Oh. Und weg. Ja, da kenne ich nix. Was? Ja, wir auch noch nicht? Ich könnte schwören, ich hätte dich schon fotografiert. Ich glaube, ich langsam Alzheimer, so ein bisschen. Ja, Mobkeule. Wir haben die auf jeden Fall schon mal gehabt. Da unten war ein Krok, ne? Da bei diesem Steinkreis, aber ist jetzt egal. Wir machen das erst mit dem Sora hier fertig. Mehr oder weniger. Klar, ein bisschen gucke ich mich hier um. Aber ich werde da jetzt nicht runterspringen. Das ist mir zu weit, der Weg. Nochmal hier den ganzen Weg hoch. Nee, da habe ich keine Lust drauf. Bis wir da oben dann irgendwann... Da wird bestimmt irgendwo ein Schrein sein oder so, damit wir uns dann da immer wieder hin teleportieren können. Dann können wir das hier alles machen. Mal für den Moment. Oh, Schleichling. Hyrule-Pilze. Oh, hier gibt es aber eine Menge Pilze in der Schlucht, ne? Finde ich ja gut. So, was haben wir denn da? Die Pflanze kenne ich noch nicht. Ah doch, Maxi-Rübe. Hm. Die sah so anders aus. Aber ja, okay. Verdammt, die Holzaxt ist zerbrochen, offiziell. Scheiße, ey. Jetzt habe ich nichts mehr. Jawohl. Oh, Edelwild. Doppelt sogar. Yam, yam, yam. Was sind das hier? Klippen. Aber hier sind wir schon mal entlang gelaufen. Also hier. Den anderen Weg, ne? Genau. Und da sind wir ja da die Sachen abgeklappert. Glaube ich. Oder? Gar nicht. Wir sind hier entlang gelaufen. Hier noch nicht. Klar, da gehört ja alles hier zum neuen Gebiet. Hier waren wir noch gar nicht. Okay, kurz verwirrt gewesen. Vorne ist ein Fuchs, aber der kann ruhig da bleiben. Oh, keine Waffe. Dann nehm doch einfach dein Wächterschwert. Auch wenn es fast kaputt ist. Ich habe aber gesagt, das hält nichts aus. Dreimal irgendwo draufgekloppt, kaputt. Was ist das denn gewesen? Ah! Nein! Ein irgendwas Elektro-Futzenvieh. Und zwar ein Elektro-Pyromagnus. Ein zauberndes Monster, das überall heilt. Ja, genau das gleiche wie sonst, auch nur mit Gewittereffekt. Ich mach dich schon frisch. Ah, verdammt. Mal, der hat mich da durch erwischt. Drecksack.
Jawohl, so im Gesicht getroffen. So, halt die Fresse. Ein Elektrostab. Fotografieren nehmen wir sowieso nicht auf. Ma, ey, ich drücke immer die falschen Knöpfe. So. Ja, bla bla bla. Verschießt Elektrokugeln, natürlich. Ja, kennen wir das zumindest. Oh, konnte ich sogar aufheben. Hätte ich es nicht gedacht. So, ich wollte das hier fotografieren. Eine Duo-Exolanze, sehr schön. Da haben wir sie. Ah, 18 Schaden habe ich da gerade gelesen. Die stärkste Ex-Alphons-Krieger verwenden diese Lanze. Es ist schwierig, damit etwas zu durchstoßen, aber ihre Doppelspitzen kann schwere Wunden reißen. Toll, soll ich das jetzt aufmuntern oder wie? Werf mal was weg. Da, das Elektro-Ding, habe ich doch gesagt, das brauchen wir nicht. Her mit der Lanze. Okay, so geht's nicht. Wir machen das mit dem Elektromodul. Und zwar einfach hoch und dann runter. Ja, geil, macht das Schwert kaputt an der Holzkiste. Ich verstehe den Sinn nicht so ganz. Ich meine, selbst wenn Schwert extrem angeschlagen ist, sollte es nicht an der Holzkiste kaputt gehen. Da läuft irgendwas falsch. Aber, okay. Und runter, bitte. Und runter. Jawohl. Reiseschwert, Holzschild. Ich glaube, das ist nicht hoch. Oh doch, ist hoch genug. Ich hätte gedacht, das ist zu wenig. Diamanten, yeah! Oder Rubine. Ah, die Geschichte Teil 2 von den Zoras. Da bin ich mal gespannt, was aus den Steinmetzen jetzt wird. Die Geschichte des Die Geschichte des Volkes der Zoras. Erster Zusatzkönig Dorifan entzieht einem Besucher das Gastrecht, okay? Um das 100. Jahr der Herrschaft von König Dorifan durchquert ein verirrter Wächter das Soraner Hochland. Er drang ins Dorf ein und wütete schwer. Die Soldaten waren machtlos. Ihre Speere hinterließen kaum einen Kratzer. So marschierte König Dorifan bis zu den Toren des Dorfes und stellte sich dem mechanischen Biest entgegen. Mit aller Kraft packte er den Wächter und schleuderte ihn in den Abgrund. Er schlug hart auf dem Felsen auf und hörte alsbald auf, sich zu bewegen. Seine Untertanen, zutiefst bewegt von dieser mutigen Tat, priesen ihren König. Ich war gerade ein bisschen verwirrt. Die Narben auf des Königs Stirn erinnert noch heute an dessen denkwürdigen Tag. Okay. Ob wir den König treffen? Lebt er noch? Kann der noch leben? 10.000 Jahre? Ich weiß es nicht. Naja, also wir haben den Prinzen zumindest schon mal gesehen. Ob das alles so aus erster Hand ist und alles, also erste Generation, sei mal dahingestellt. Man weiß es ja nicht, wie alt so ein Zora werden kann. Ist ja auch gigantisch, ey. Ah, was ist das denn? Irgendwas ist am Fliegen gewesen, Kacke. Okay, was ist denn hier? Interessant. Ausdauerling. Auf, nach oben, bitte. So, das schreit nach Krog. Jawollo. Hallöchen. Oh, der lächelt aber. Der hat ein Herzgesicht. Du hast mich entdeckt. 40 Stück haben wir damit schon. Cool. Oh, tut mir leid. Das war keine Absicht. Da musst du mir glauben. Okay. Darunter und hier. Ja, dann können wir direkt hierher fliegen. Ich muss den Weg nicht laufen. Oh, was ist das denn da für ein Ding, wo Dampf rausgespuckt wird? Das sieht ein bisschen böse aus. Okay, wir machen das Vieh kaputt von hier oben. So, irgendwelche letzten Worte? Ne? Okay, weg.
Da, ich hätte schwören können, wir hätten schon die Mobpflanze fotografiert, aber anscheinend auch nicht. Ich verstehe das langsam nicht. Ah, okay, Stachel, Mobpflanze, Mobpflanze, ja, das ist ein Unterschied, okay. Ist ja gut. Haben wir dann doch nicht fotografiert. Schnurstracks geradeaus. Kommen wir dem Ziel immer näher. Wir sind so gut wie da, glaube ich. Ja, guck mal. Fast. Fast sind wir da. Okay. Man kann ein Eichhörnchen nicht aufheben, habe ich gerade festgestellt. Ah, eine Truhe. Was ist denn da drin? Und ein Bombenpfeil, beziehungsweise 5. Sehr schön. Nehmen wir mit. Ich rieche doch was. Oh, verdammt, er ist tot. Der riecht nichts mehr mit seinen Rüsseln. Und her damit. So. Ja, die Moblins, die sind mir da um einiges lieber wie diese Exaflon-Viecher, wenn sie da mit ihren komischen Stacheln rumballern. Maxi-Trüffel haben wir auch noch nicht fotografiert. Ein Unding ist das. So, mitgenommen. Und da ist die Geschichte Teil 3 der Zoas. Hihihi. Die Geschichte des Volkes der Zoras. 7. Teil. 7. Teil? Wo ist denn der Rest? Die Sage von dem Helden, der den Loi bezwang. Der den Loid bezwang. Keine Ahnung. Lied Riesen von Dorephan, König der Zoras. Lange ist es her, da trieb ein Leune, was ist ein Leune? Auf dem Don, was weiß ich, sein Unwesen und versetzte das Volk in Angst und Schrecken. Doch dann kam ein Hylianer, dem es gelang, die Bestie zu überlisten und dem Dorf den Frieden zurückzubringen. Der Zora-Helm, den er trug, wird seitdem in einem Heiligtum nahe des Sees im Norden des verwahrt. Lobpreisende Taten es den Helden gleich. Keine Ahnung. Die Schrift ist arg verwittert. Kann man kaum noch lesen, habe ich festgestellt. Okay, irgendwas mit Königshelm irgendwie so. Hört sich gut an. Absorbierte Helmblitze? Eventuell. So ein Blitzableiterhelm. Geil, den muss ich haben. Also, das ist jetzt Theorie mal wieder von mir. Ah, und da ist das Zora. Ja, nennen wir es mal Dorf. Ist eigentlich schon fast eine Stadt. Gigantisch. Ja, 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 ja. Ein Schrein ist in der Nähe, natürlich. Wo ist denn der Schrein? Ich sehe ihn nicht. Auf der Map oder so? Auf der Map sowieso nicht. Ah, einfach da hinten hinlaufen. Ich glaube, ja, einfach geradeaus laufen. Okay, machen wir das doch. Architektonische Meisterleistung hier. Ah, die typische Zora-Musik. Ha, Dorf der Zoras entdeckt. Ja, ein bisschen abgeändert haben sie die Musik, aber passt. Ha, sehr schön. Ah, guck mal. Eine Statue. Ja, da ist er ja, der Prinz. Ah. Hallöchen. Ich habe auf dich gewartet, Link. Willkommen im Dorf der Zoras. Komm mit, ich stelle dich dem König vor, hier entlang. Ja, natürlich. Ob das Dorephanos ist, der Alte? 10.000 Jahre alt mindestens. Der muss ja schrumpelig sein, wie ich weiß nicht was. Dorf der Zoras entdeckt. Hä? Nanu? Was? Link? Zova, ich hier stehe. Du bist doch Link, der Recke, der Hylianer. Ich bin's. Taribon. Du hast mir als Kind das Schwimmen beigebracht. Weißt du nicht mehr? Weiß ich nicht mehr, Entschuldigung.
Naja, ist ja auch 100 Jahre her. Ich bin jetzt 130 Jahre alt. Aber für eine Liana scheinst du absonderlich lang zu leben. Ah. Vater, du bist doch jetzt im Dienst. Tja, ich kann gerade einfach nicht anders. Weißt du noch, unser Anführer Basu und Joada, der Wildfang? Was? Mein Vater Molden ist zwar recht alt geworden, aber es geht ihnen allen soweit gut. Nur von den Alten des Dorfes solltest du dich besser fernhalten. Die sagen immer Z anstelle von S, ne? Aber was rede ich? Sicher hast du andere Sorgen. Du hast vermutlich auf dem Weg... du warst vermutlich auf dem Weg in den Thronsaal, oder? Lass dich nicht auffallen. Natürlich, ich laufe einfach weiter. Ach, guck mal hier. Ich mache erstmal den Schrein. Ich werde einen Teufel tun und jetzt den König besuchen gehen. Ich mache den Schrein, da kann ich mich nämlich auch immer wieder hin teleportieren. So, wenn das denn geht. Ich glaube schon, ne? Ah, man kann die Sachen kaufen. Ja, willkommen. Das ist mein Laden, Korallenriff. Ich biete Spurtpfeilchen an, die dich schneller machen, wenn du sie richtig verarbeitest. Ich habe auch Pfeile im Angebot. Wenn dir etwas gefällt, such dir einfach am Tisch aus. Oder möchtest du was verkaufen? Nee, gerade nicht. Beehre mich bald wieder. Hallo. Jo. Hallo. Du bist ein Helianer, oder? Nicht viele von euch hier in der Gegend. Ich war auf der Reise und bin dabei Prinz Sidon begegnet, der mich dann hierher eingeladen hat. Ich kann zwar Elektropfeile anfassen, ohne eine Gewicht zu kriegen, aber anscheinend bin ich etwas zu schwer. Prinz Sidon meinte, wenn er mich auf den Rücken nimmt, landen wir auf dem Grund des Stausees. Was? Das hätte er schon etwas diplomatischer formulieren können. Naja. Okay. Achso, die Sachen kann ich hier kaufen. Steinsalz, Eispfeil und so weiter. Da sind ein paar Fische. Aber warte, kann ich doch überall Bilder von machen, ne? Kacke, doch, Forstforelle. Einmal ein Bild, bitte. Da, Glutforelle. Nochmal ein Bild, jawoll. Was haben wir denn hier noch für Fische? Ach, von den Pfeilen kann man auch Bilder machen, klar. Macht Sinn, Eispfeil, Bild gemacht. Eispfeil haben wir schon. Ah, Spurtpfeilchen, auch ein Bild, sehr schön. So, damit haben wir schon wieder ein paar Bildchen. Mehr. Sehr gut. Auf Wiedersehen. Ich kaufe hier aber nichts. Ich bin nur hier, um Bilder zu machen. Ich unterhalte mich jetzt auch nicht mit den Kindern. Ich will einfach nur den Schrein machen. Fürs Erste. Der Neyoma-Schrein. Ah, Ausdauerkrabbe. Komm her. Ich glaube, wir müssen noch ein Bild von so einer Ausdauerkrabbe machen. Ja, war leider nur eine da. Doch, da ist eine. Ausdauerkrabbe, jawohl, Bild gemacht. So, der ist neu. Die zwei Fische hier sind neu. Alles klar. So, da mal hinein in den Schrein. Kann ja nicht so schwer sein hier, den zu schaffen. Inmitten der Sora-Stadt. Da war noch nie einer drin. Klar, der war auch bis jetzt verschlossen. Ja, wer weiß, was hier für mystische Schätze drin waren. Fange Wildpferde und bringe sie zu einem Stall, um sie zu registrieren. Denn registriertes Pferd kannst du dann jederzeit herbeipfeifen. Ah, das ist ja interessant. Da müssen wir machen. Hätte ich aber mit unserem Elch gemacht, den wir damals hatten. Also diesen Hirsch. Heben und senken. Neyoma schreien. Okay, das schreit nach Kugeln. Ah, okay, hier ist der Ausgang. Ja, da kriegen wir hin. Oh, Entschuldigung. Darf ich mal durch? Stau auf der A. Aua! Ich mach mal hier Eis hin. Da kann ich da wahrscheinlich hochspringen, denke ich mal. Ja, sehr gut.
Haben wir direkt eine Truhe gefunden. Was haben wir denn da drin, bitte? Bestimmt eine geile Waffe. Ah, eine Zora. Ja, Zora-Lanze ist mir egal. Aber haben wir aufgehoben. Kann ich da hoch? Anscheinend nicht. Ja gut, dann müssen wir da unten wieder durchs Wasser. Ja, meine lieben Freunde, das war's schon wieder. Wir haben es geschafft. Wir sind tatsächlich im Zora-Dorf angelangt. Der Prinz möchte uns jetzt zu seinem König bringen. Allerdings haben wir uns erstmal hier für das Verlies entschieden, beziehungsweise Verlies für die Prüfung entschieden, für den Schrein, weil ist einfach wichtiger, ne? Danach können wir uns sogar ein Herz beschaffen, wenn wir hier fertig sind. Mache ich dann auch. Bevor wir mit dem König reden, habe ich nämlich vor, nach Hateno zurückzukehren, um uns dort dann unser Modul abzugraden mit den Reaktorkernen, die wir mittlerweile gesammelt haben. Außerdem dann noch in Kakariko das neue Herz einsammeln und dann kann er uns gerne den König vorstellen. Ob wir das alles in der nächsten Episode hinkriegen, sei mal dahingestellt. Ich werde natürlich mein Tunlichstes versuchen, um das soweit hinzukriegen. Nun gut, ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.